Ja, hallo meine lieben Freunde, wir sind heute bei Karin zu Hause und wir kochen, also nein, wir kochen nicht, wir lassen uns bekochen. Was kochst du heute für uns? Ich koche heute Hähnchenpesto. Hähnchenpesto. Mit was für Zutaten? Ja, mit getrockneten Tomaten, mit Hähnchen, Brustfilet, mit Zuckerschoten. Ah, lecker Zuckerschoten. Jetzt werden wir erstmal die getrockneten Tomaten blanchieren. Ich habe erstmal das Wasser aufgekocht. Geht schneller. Also wir das hier kochen lassen. Dann müssen wir die da rein zum Blanchieren, ne? Die müssen ein bisschen da aufkommen. So nach 2-3 Minuten müssen sie abgetropft werden. So, die bleiben jetzt erstmal eine Weile da, bis sie kalt werden. Und dann können wir sie weiter verarbeiten. So, jetzt blanchieren wir die Zuckerschoten. Dazu tue ich aber auch Salz ins Wasser, weil die sind ungesalzen. Die Tomaten, die hatten ja schon Salz. Die blanchieren wir auch so circa 2-3 Minuten. Jetzt, die Tomaten sind ja jetzt nicht mehr so warm. Die schneiden wir jetzt so zum Streifen, weil die kommen gleich in das Pesto rein. Jetzt habe ich jetzt hier, konnte ich auch die Gläser zeigen? Nein. Habe ich Hähnchenpesto auf ein Glas genommen und ich habe laktosefreie Sahne hier vermengt. Das wird die Soße für das Essen. Da kommen gleich auch die Tomaten und später die Zuckerschoten rein. Mit den Zuckerschoten ab. So, und die werden wir jetzt mal laut des Chefkochs hier Info einmal mit kaltem Wasser. So, die bleiben jetzt auch erstmal da. So, das Pesto und die Sahne kochen so ein bisschen auf und dann machen wir da schon mal die Tomaten rein. Und lassen die auch ein bisschen mit in der Soße aufkochen. Also, die Soße, die mache ich jetzt erstmal in die Auflaufform. Weil das wird so ein bisschen wie ein Auflauf. Jetzt brate ich die Hähnchenstückchen so scharf an. Das ist hoffentlich auch scharf. Ja. Ich habe hier so halb so angebraten in die Soße. Die Soße kommt jetzt auch in die Soße. Und dann lege ich da nicht so viel. So, und jetzt noch ein bisschen Käse drüber. So. Und jetzt kommt das erstmal in den Ofen. So circa für die Zeit, die ich jetzt gleich die Nudeln kochen werde. Auf 200 und dann mal gucken. Das soll nicht so doll gebacken werden. Ne? Also mal gucken. Und circa, wie gesagt, nur für die Zeit, wie die Nudeln gleich kochen werden. Während unser Hähnchen im Ofen kocht, kochen wir die Nudeln. Also ich mag sehr gerne dafür diese Lasagnetten. Das sind ja sowas wie Bandnudeln. Das sind so kleine Nester. Oh, das sieht so lecker aus. So, das Foto. Hast du noch irgendwas Grünes, so Basilikum oder sowas, was man so reinpieksen kann? Mhm, kann ich.